Einen wunderschönen guten Tag. Ein nächster Teil des Vlogs hier aus meiner neuen Wohnung und gleich auch noch aus der alten Wohnung. Denn ich muss nochmal hin und nochmal so gucken, was wir schon mal schaffen können. Malern oder die ganzen Dübel aus der Wand ruppen. Das alles gibt es heute zu sehen. Und ich kann euch ja mal hier so eine kleine Rundtour geben, wie es im Moment aussieht hier. Ich habe das alles unglaublich unprofessionell und provisorisch erstmal so hingestellt. Hier zum Beispiel die Konsolen, die hatte ich erst alle übereinander. Aber für die Leute, die am Sonntag bei meinem WWE 2K17 Livestream dabei waren, die haben mitbekommen, dass meine Xbox das gar nicht lustig fand, dass die PlayStation auf ihr steht. Und ist übelst laut geworden zwischendurch und, keine Ahnung, fast explodiert oder sowas. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall musste ich das jetzt alles nebeneinander stellen. Ich finde es nicht so geil, aber ja. Kann ich im Moment nicht ändern. Da habe ich auch noch geplant, dass ich vielleicht hier hinter noch ein Regal hinhänge, wo ich alle Konsolen dann drauf stelle. Das ist, glaube ich, eine ziemlich coole Idee. Aber das kommt halt noch. Ansonsten stehen hier erstmal im Moment 4 Bildschirme rum. Aber das ist der Bildschirm, den ich quasi immer als Kontrollbildschirm nehme für die Kamera und alles. Hier habe ich jetzt nur so ein Regal hingestellt, um da ein anderes Regal draufzustellen. Mit dem Titel und so, mit zwei Masken, das ist halt alles, die müssen halt an die Wand. Aber hier kommt sowieso noch ein fettes Regal hin, damit ich hier auch ein bisschen was hinstellen kann. Und diese Regale, die jetzt hier sind, die sollen eigentlich ursprünglich an diese Wand ran. So ist auf jeden Fall der Plan. Weil hier habe ich halt relativ viel Platz. Ich habe im Moment alle Titel liegen irgendwo auf dem Boden rum. Im Schlafzimmer auch, weil ich weiß nicht wohin mit den ganzen. Die sollen ja alle irgendwann an die Wand, aber das dauert halt noch ein paar Tage. Und jetzt stehen die hier alle rum wie so eine kleine Armee, die mich hier völlig umzingeln. Ansonsten kommen halt da noch ein paar Regale dran. Und ja, im Moment steht das so hier mitten im Raum, alles vom Drehen her. Aber auch da, wenn hier unten dann Platz ist, also hier, wo die ganze Kabellage liegt, wenn da dann endlich Platz ist, kann ich ja mit dem ganzen Scheiß ein Stück zurückgehen, um dann nicht nur einen größeren Winkel für die Kameras zu haben und mehr auf die Kamera passt dann halt, sondern halt auch noch, um ein bisschen mehr Platz im Raum zu haben. Aber im Moment haben wir hier noch Kabelsalat und ja, das wird also noch die nächsten Tage sehr lustig werden. Und jetzt gucken wir gleich mal hier, ich habe das so im Moment geregelt. Ich finde das eigentlich auch ziemlich geil. Das hat auf jeden Fall was. Oder nicht. Also ich finde das ziemlich Hammer. Hier mit meinem alten Schrank. Ursprünglich sollte der hier gar nicht rein, aber er passt doch relativ gut hier hin. Vielleicht lasse ich den auch und stelle halt hier noch einen anderen hin, weil ich finde den eigentlich ziemlich cool. Und ich wollte es ja immer so schwarz-rot haben und der Schrank hat hier unten auch noch so eine LED-Leiste, dass ich da theoretisch sogar dann rotes Licht reinmachen könnte und so. Es wäre also gar nicht so verkehrt, gerade auch um hier irgendwelche Unterlagen oder sowas alles mal zu haben. Vielleicht bleibt der da. Ich weiß es noch nicht ganz, aber vielleicht bleibt er da. Ja, ansonsten warte ich jetzt gerade auf meine Freundin, dass die von der Arbeit nach Hause kommt und dann können wir in die alte Wohnung gehen und gucken, was da alles noch zu machen ist. Das ist echt gar nicht so leicht, ein Kabel durch eine ziemlich breite Wand zu ziehen, denn hier ist jetzt gerade das Loch und das ist schwierig. Wir haben keinen Bindfaden. Und wir versuchen jetzt hier mit Klebeband und einem langen Audiokabel da irgendwie jetzt durchzukommen. Oh. Oh. Hier hakt sie mich. Kannst du die Leiste ein Stück weiter nach vorne? Oder? Warte. Nee. Er kommt. Nee, das ist wie eine Geburt, Alter. Oh, yay, wir haben's. Ja, da muss jetzt ein HDMI-Kabel durch, Freunde. So, ich bin jetzt in meiner alten Wohnung. Ich muss jetzt gleich streichen. Super Outfit hier. Voll das alte Drecks-T-Shirt. Ja, das kann alles weg. So sieht's im Moment aus. Ich muss jetzt hier streichen. Ich muss alle Wände nochmal neu weißen. Und ja, gut, kann ich nachvollziehen. Ne? Wenn hier Regale hängen oder so, dann hast du halt hier so eine komischen Stellen. Ja, würde ich jetzt sagen, ich pinsel jetzt einfach mal eine Runde. Ansonsten
ist das jetzt noch eine Menge Arbeit, die hier vor mir steht, aber einfach mal machen, weil ich bin zwar jetzt nicht, eigentlich bin ich so gar nicht für sowas, für solche Arbeiten, ich kann sowas eigentlich nicht, aber einfach mal machen, oder? Mehr auf mir als an der Wand, aber ich komme voran. Ich muss noch einen Eimer Farbe holen und ich muss noch so einen Bodenabdecken-Dingskram holen. Deshalb muss ich jetzt nochmal losfahren und Matze kommt gleich. So, wir machen jetzt eine kurze Pause. Matze ist nämlich auch da und Ricardo kommt auch gleich und dann gehen wir erstmal snacken. Jetzt muss ich erstmal... Alter. Eigentlich Idiot, ich habe extra. Ja, super. Ich Idiot. Ja, du Idiot. Ich habe extra irgendwelche Grabsteine rein, das ist offen, das Teil. Was muss ich jetzt machen? Lass es einfach. Gut, bis gleich. So Leute, es ist ein neuer Tag. Wieder in meiner alten Wohnung. Ich hatte gestern, nachdem wir essen waren, überhaupt keinen Bock mehr weiterzumachen. Aber ich muss heute weitermachen. Ich muss das heute auch fertig kriegen. Und. Okay, es sieht echt scheiße aus. Ich habe echt scheiße gemalt. Da muss ich auf jeden Fall oben nochmal drüber gehen. Scheiße. Verdammt, ey, ich bin so eine Null, was das angeht. Egal, ja, ich ziehe mich mal kurz um. Und dann habe ich mir noch ein T-Shirt mitgebracht, auch so ein altes Drecksding. Hier, voll die hässlichen Dinger. Auf jeden Fall, das ist für meinen Kopf, weil ich muss nachher noch zum Friseur. Und damit ich mir nicht jetzt wieder meine Haare halb weiß mache, haue ich mir das jetzt einfach über den Schädel. Irgendwie so, keine Ahnung. Und dann hoffe ich, dass das funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, so auf jeden Fall schon mal nicht. Und dass ich dann meine Haare nicht ganz komplett schmutzig mache. Auf jeden Fall sind so meine Haare sicher. Alter. Fertig. Freunde der Nacht. Meine Fresse. Das war ganz schön anstrengend. Also es war anstrengender, als ich dachte, mein Rücken tut weh wie scheiße. Aber hilft ja nichts. Jetzt bin ich auf jeden Fall fertig. Jetzt muss ich hier nur noch ein bisschen Ordnung machen. Und dann bin ich gespannt, was die morgen sagt. Weil morgen ist Übergabe. Vielleicht. Also auf jeden Fall gucken die sich hier morgen das nochmal an. Und dann bin ich gespannt, was da rauskommt. Ey, wenn ich das nochmal machen muss, dann wünscht es. Das war schon scheiße. So, beim Friseur war er jetzt. Sieht, naja, aus wie vorher. Nein, geht. Ey, Leute, ich habe so krasse Rückenschmerzen. Ich habe das echt unterschätzt, den ganzen Tag zu malern. Das ist echt nicht gut für den unteren Rücken. Ich würd wahrscheinlich mich da nicht drauf konzentriert haben und nur Scheiße gehoben haben und so das Übliche. Ihr kennt das, wieder alles aus dem Rücken gezogen, nicht aus den Beinen. Ey, ich habe so krasse Schmerzen, ich kann mich kaum bewegen. Richtig schlimm. Wir machen gleich noch einen Livestream mit Pokémon Sonne. Das kam nämlich an. Und Freunde, das zeige ich euch jetzt auch. Richtig krank. Ey, ich muss mich... Ach, warte. Ich zeig's euch. Oh, willkommen in meinem Studio hier. Ich habe jetzt auch so eine hässliche Lampe an der Decke hier. Ja, auch nur eine, um eine zu haben. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich mir ein WWE-Logo an die Wand hauen will. Und zwar an die da hinten. Damit ich halt, ja quasi, wenn ich halt so labere, dann halt neben mir ein WWE-Logo habe. Und ich habe was gefunden, wo man sich sowas machen lassen kann. So, was man selbst entscheiden kann. Unter anderem habe ich dann halt ein WWE-Logo genommen. Und so sieht das Ganze aus hier. Ich zeige euch das mal. Das ist übel geil. Oh, fuck. Ja. Ist natürlich schön hier rot und schwarz. Passend zu meiner kompletten Einrichtung eigentlich. So, wie es auf jeden Fall dann irgendwann mal aussehen soll. Und das ist ein Wandtattoo. Das kommt an die Wand. Haha. Aber das hat jetzt nur so eine komische gelbe Farbe, weiße Farbe. Weil das halt hier noch diese Folie drauf hat. Aber darunter befindet sich das WWE-Logo, was man an die Wand kleben kann. Richtig cool. Hätte auch nicht gedacht, dass das so cool aussieht. Deshalb freue ich mich da übel, wenn das dann richtig schön da an der Wand klebt. Naja, auf jeden Fall spielen wir heute Pokémon Sonne auf meinem 3DS. Habe ich mir gekauft,
noch nie benutzt, weil ich immer kein Spiel hatte. Ich habe die ganze Zeit auf das gewartet. Ich bin echt gespannt. Gerade so im Livestream, man kann nämlich den 3DS nicht einfach so abcapturen. Das würde zwar theoretisch gehen, aber da muss man sich Hardware kaufen, die scheiße teuer ist. Die kostet mehr als das Gerät, nur damit man das irgendwie abcapturen kann. Und das will ich nicht. Deshalb will ich mit Stativ und hast du nicht gesehen, auch über HDMI meine Kamera anschließen. Und die dann halt streamen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich mir das denke. Wenn nicht, haben wir ein paar Probleme heute. Aber ich glaube, das passt auf jeden Fall schon. Ja, ansonsten werde ich mich jetzt erstmal waschen, weil ja, ich sehe noch aus wie Scheiße vom Malern. Und überall Flecken hier, weiße Flecken habe ich auch. Und ja, ansonsten fährt mein PC gerade hoch. Und dann gibt es gleich den schönen Livestream. Alter, mein Rücken, das geht gar nicht. Oh, fuck. Da denkt man, man trainiert anständig, ne? Aber unter Rücken, der wird scheinbar doch immer häufiger vernachlässigt. Muss man mal ein bisschen mehr machen. Ja, Freunde, das war's auf jeden Fall erstmal soweit hier zu diesem Video. Auf jeden Fall denke ich nicht, dass jetzt noch großartig irgendwas passiert, was man hätte filmen sollen müssen. Keine Ahnung, wieder viel geackert heute. Und beim Friseur gewesen und jetzt halt der Livestream. Also, kann man machen. Das war denn der Vlog für jetzt. Und ja, wenn es dir gefallen hat und du mehr sehen willst, dann gib einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, um alles zum Thema Wrestling nicht mehr zu verpassen. Ansonsten check alle Links in der Infobeschreibung und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut rein und tschüss!